Bewege mehrere Blaupausen auf einmal herum. Kopiert die aktuell ausgewählte Blaupause. Erstellt einen neuen Auftrag wieder auf. Löscht aktuell ausgewählte Blaupause. Ja, okay. Ah, und die ersten Bretter für den Turm werden platziert. Ja, es sieht schon mal nach einer erst kleinen, hübschen Burg aus. Findet ihr nicht? Aber ja, ganz ehrlich, den Turm werde ich wirklich dann, wenn wir... Wenn wir dann im Invasion sind, werden wir den Turm ganz zum Schluss, wenn wir hier eine richtige Verteidigung haben, in Anspruch, in Arbeit nehmen. Ich hoffe mal, sie können da hoch auf die Bretter. Ah, sehr gut. Das war jetzt definitiv das letzte Brett. Das heißt, ich müsste eigentlich den Blaupausenmodus anmachen können. Das langsam einreißen können. Diese Treppe hier in der Mitte. Ja. Und ja, sie können auf den fertigen Hölzern rumlaufen. Das ist gut. Ich würde sagen, wir bauen jetzt noch den Turm fertig, bevor ich einen Cut mache. Ich habe eh nicht noch keine Ahnung gehabt, wie lange ich die Aufnahmesession machen soll. Also geben wir dem Turm noch eine hübsche Lage. Hier. So. Zinnenecken. Und Zinn. So. Das sollte jetzt recht schnell gebaut werden, weil wir haben genug Steine eigentlich. Oder wir haben jede Menge Steine. Jetzt will ich mal was ausprobieren. Wir können Katapulte bauen und ja, Tatsache, das Katapult würde auf den Turm draufpassen. Ah. Aber erstmal verschönern wir hier mit Laternen. Wachstation, Heilstation, Eroberer und Verstärker. Verstärkermast. Hm. Ja. Das sieht doch schon mal nach einer vernünftigen Burggrundlage aus, finde ich.
Gut. Ich glaube, ich lasse es noch ein bisschen laufen, bis der Turm ganz fertig ist. Die erste Laterne wird platziert. Platzieren wir auch mal noch die verbleibenden drei Workshops. Und das braucht Glas. Ah. Vier Glas, okay. Der Altar braucht nicht ganz so, kein Glas, okay. Und das Ding braucht auch Glas, also drei Glas, okay. Oh, wir haben kein Holz mehr. Das ist blöd. Dafür haben wir einen schönen Turm. Der fast fertig ist. Also ja, die Burg sieht so aus, als ob man sie einigermaßen verteidigen könnte, jedenfalls gegen Anfangswellen. Oh, können die den Ort noch erreichen überhaupt? Editor-Kamera. Naja. Glas rein. Ja, es sind nur noch zwei in der Produktion. Das heißt, das erste Glas müsste fertig sein und irgendwo bereits. Oh, wir brauchen hier drei Glas für. Okay. Dann geben wir noch mal eins in die Warteschlange. Hey, damit wäre schon mal unser Magier, unser Altar wäre fertig. Hier können wir eine Wachstation. Wird nahe Feinde angreifen, also zusätzliches Ömpf. Was sind doch Defense? Hier haben wir gucken, im Einfluss des Reich wird geheilt. Ist auch nicht schlecht. Eroberer, wenn diese Station neben einer Scherbe platziert wird, wird sichergestellt, dass sie erobert wird. Okay. Diese Station leitet Energie an andere Stationen weiter. Ah. Das ist wahrscheinlich, sind wahrscheinlich diese Pfeile hier. Hm? Was macht dann die Fackel? Sie wird mit mehr Licht, wenn sie an eine Energiequelle angeschlossen ist. Ah. Ja, man sieht, die ist heller. So, Labor ist bald fertig. Wir brauchen jetzt allerdings mal mehr Schwefel. Ja,
Ja, ich muss sagen, das Spiel ist sehr wuselig und man kann viel draus machen. Wie man ja nur mal in einem Rumexperimentieren schon gemerkt hat. Und okay, wir hätten die Kohlepfannen als letztes bauen sollen. Wir kommen nämlich nicht an diese Ecken jetzt mehr ran. Naja, egal. Ist ja auch nur jetzt zur Probe alles. Ja, ich sollte das nächste Mal wirklich darauf achten, dass der Turm symmetrisch wird. Also, wenn ich ihn symmetrisch haben möchte. Hier 5. Hier 4. Hier 4. Und hier 5. Ist der Turm symmetrisch, oder? Ja, nur dass er keine Mitte hat. Okay. Neuer Versuch. 4. Selbst so hat er keine Mitte. Wenn ich jetzt hier auch 4 mache, dann hat der Turm eine Mitte, oder? Ja. Okay. Also 4, 4, 4, 4. Oder wenn ich ihn wirklich groß haben will, dann muss ich 5, 5, 5, 5, 5 machen. Aber das ist etwas übertrieben groß. Also 4, 4 reicht. Gut. Und ich habe gerade den Bau abgebrochen. Egal. Hier kann ich Bomben für den Alchemisten herstellen. Der braucht allerdings Bomben. Und ich kann Fässer herstellen. Als Munition für das Katapult. Oh, dafür brauche ich auch sehr viel Schwefel. Okay, schmeiß mir nochmal ein Dinger ein. Weil das war jetzt Labor und Altar für die Alchemistenwerkstatt. Ja, brauche ich ein Glas. 6 Bretter. Und Eisen. Und ja, man merkt, wir haben keinen Platz mehr an Steinen. Oh, und wir haben sogar noch ein Glas übrig, sehe ich gerade. So, dann gucken wir uns noch die Gerätewerkstatt schnell an und dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Und dann planen wir beim nächsten Mal unsere Mauer fertig. So, Gerätewerkstatt. Bärenfallen. Aha. Amos-Schützenausrüstung sind eine mittlere Fernkampfeinheit mit hohem Schaden, brauchen aber jede Menge Zeug. Und ich habe keine Ahnung, wo ich Zahnräder herstelle. Ach, in der Schmiede wird es wahrscheinlich sein. Die habe ich nämlich vergessen. Ist die Schmiede jetzt schon fertig? Ja, ist sie fertig.
Also ein Zahnrad wird aus einem Eisenbahn gemacht und eine Ritterausrüstung aus 5 Eisenbahnen. Okay, das heißt, wir werden später wirklich hohen Eisen, Schwefel und so Verschleiß haben werden. Wenn wir solches Zeug herstellen wollen. Gut. Da ich aber jetzt schon arg lang aufnehme, würde ich sagen, Start. Speichern wir mal das als LP001. Speichern. So, und dann sehen wir uns gleich wieder. Oder beim nächsten Mal halt. Bis dann jedenfalls.